Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed. Wir sehen hier am Boden der Unschuldige, den wir leider getötet haben. Und hier der Novize und wir sollen die Bundeslade, also so einen Schatz unter dem Tempel holen, finden. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Darum kann es sein, dass mir doch einige Fehler unterlaufen. Also, nicht meckern. Ging jetzt das nochmal? F, um Ziel erfassen und unauffällig töten, ne? Ja, noch ein paar Blutspritzer. Schön. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Naja, da ist schon ein wenig arrogant unser Assassine hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Er will ihn doch frontal angreifen. Gut. Let's try. Mal schauen, was der De Sable dazu meint. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Zurück können wir nicht. Oh Mensch, der sie alle getötet. Voll uncool. Naja, suchen wir uns einen Weg raus. Okay. Müssen wohl durch die Tür da. Ohne Schatz, mit leeren Händen zurück und zwei toten Kumpanen. Na, ich weiß nicht, ob der Meister das sehr erfreut ist darüber. Das werden wir sehen. Jetzt mal raus. Oh, hüpf. Und raus. Ach, eine kleine Kletterpartie rauf. Das sieht schon geil aus, die Grafik. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Hm.
Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Okay, wir müssen jetzt zum Meister. Kurz hinsetzen und überlegen, wo der sein könnte. Am besten nicht, schauen wir mal die Karte an hier. Wo wir hin müssen. Kann man das markieren vielleicht? Ah! Vielleicht so hier. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, klasse. Los, Desmond, renn! Ach ja, und wir müssen ja vorsichtig sein. Wir dürfen da die Leute nicht anrempeln. Das ist nicht so cool. Das verwirrt die Leute ein wenig. Ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Die Wachen sind cool. Ja, wir wollen zum Meister. Ich hoffe, wir haben hier den richtigen Weg. Na? Er scheint in Eile zu sein. Ja klar, wir können keine Zeit verlieren. Wir haben ein paar Kollegen verloren. Wo will er hin? Bundeslade nicht geholt. Tja. Ja, das sieht gut aus. Wow, cool. Na dann los, ne? Ja, sieht schon ziemlich geil aus. Los, go, go, Häschen. Ab zum Meister. Die Wachen sind ja jetzt weiß. Ich nehme an. Oh. Warum ist der in Verzeihung. Er hat mich ganz schön Verzeihung. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Ja, unser Assassine scheint hier nicht so beliebt zu sein. Er ist auch nicht gerade der Anständigste. Tötet seine Kumpel. Welche Ehre. Ich denke, der Meister erwartet euch. Die Bibliothek ist oben. Adlerauge. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein,
Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, der Robert de Sable ist ziemlich wütend, wie es scheint. Ja, schon viele Verletzte. Ich glaube, wir müssen hier helfen. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Alles klar. Templer ablenken. Nee, die anderen ablenken. Mal schauen, ob das klappt. Schwert wählen, alles klar. Uiuiui. Ich hoffe, das kommt gut. Ups. Ja, geh runter, Freund. Nein. Dann benutzen wir die Leiter. Na komm! Schneller! Ohne dich zu verletzen! Na? Wow! Der kann aber hochspringen. Ich hoffe, er verletzt sich nicht. Wow! Das wurde wehgetan. Hier. Drücken Sie F, um den Kampfmodus zu aktivieren und zu verlassen. Okay. Testen. No, das sieht ja gut aus. Aber... Oh. Das sieht mir stark nach Abwehren aus, na? Alles klar. Ich könnte mal... Na, steh auf, mein Freund. Oh. Nein, das ist keine Abwehr. Der Abwehr, das will irgendwie nicht so klappen. Na, zu zweit? Ich weiß nicht. Boah.
wuselt der da rum, aber das sieht ja nicht schlecht aus. So, nochmal eins auf die Rübe, komm. Kommst du dran? Na los! Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hab's zwar noch nicht ganz begriffen, aber es ist ja schon mal gut gegangen. Klasse. Los, weiter. Nächste Wache. Los, auch du kriegst was aufs Mützchen. So. Ich geh mal hier. Oh, es tut mir leid. Wo muss ich denn hin überhaupt? Ist hier auch noch Wachen? Oder bin ich jetzt zu weit? Hin. Wow, das war zu hoch. Naja. Hier hat's welche. Komm, die schnappen wir uns. Angriff abbrechen! Zurück nach Mafia! Befehl von Altur nehmen! Was ist denn jetzt los? Zurück? Zurück? Bole vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Klasse. Klasse, klasse. Na los, weiter. Ja, und was ist jetzt? Was dürfen wir jetzt tun? Schau mal. Gedächtnislog? Ein Fehlschlag. Doch war es nicht meine Schuld. Hätte Malik mich nicht zurückgehalten, wäre Robert deshalb nun tot. Und das Artefakt wäre unser. Sicher wird Al-Mualim das genauso sehen. Ach, das war die erste Erinnerung. Sein Fehlschlag, Malik lebt. Er hat den Angriff unter Salomons Tempel überlebt und ist mit dem Artefakt nach Masyaf zurückgekehrt. Ein schwacher Trost, denn ich hätte siegreich vor unserem Meister stehen sollen. Naja. Erinnerung Beschützer. Ich tat, was ich konnte, aber viele meiner Brüder haben heute ihr Leben gelassen. Trotzdem, ohne mich wäre noch viel mehr gefallen. Alles klar. Ah, erhaltet wenigstens doch etwas von sich, ne? Ist geschlossen, also auf die andere Seite. Vielleicht hier schnell schauen. Ups. Ja, ja, tut mir leid. Ach, wieso? Warum kann denn der nicht rennen ohne... Kann er die Leute nicht so ein bisschen wegschubsen? Ich glaube, wir gehen zurück zum Meister. Alter Held, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Alles klar. Go, go, my friend. Ein bisschen schneller. Los. Auf den Turm, meine Überraschung. Was könnte die Überraschung sein? Wo ist er denn jetzt? Ach, dort. Na, los. Was da wohl wartet? Was gibt's hier? Geht auf diese Plattform, Altair. Okay. Und jetzt? Ist das so, ne? Haltet! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt?
Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Fahr auf zum Herrn! Der Todessprung. Also dieser Robert de Sable, das ist schon ein fieser Typ. Und ob wir den Todessprung überleben oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.